Oh.
mit dem Sparschwein und Geld schießen haben wir auch, gell? Jawohl, so machen wir noch ein paar Toiletten in Griff. Ist das auch schön voll? Wenn das voll ist, verstecken das erste Mal, bevor die anderen kommen dann, gell? Und lauter Sparbrecher sitzen da im Rathaus, oder? Oder machen das, dass die weg... Wo ist die Doris? Moment. Beim öffentlichen Dienst, das sind sowieso alles Faulenzer, die müssen jetzt mehr Stunden schaffen, die kriegen das Weihnachtsgeld gekürzt, dafür müssen sie aber am Zwischenmarkt bis nachts zum vierten Dreck wegmachen und lauter so Dinge. Und keiner fragt danach. Ich bin froh, dass wir so einen Bauhof haben und dass er auch vor allen Dingen uns immer wieder so unterstützt, auch die Vereine und Gruppen. Und manchmal sollten die, die so drüber schreiben, was für Faulenzer im öffentlichen Dienst überall sind, vielleicht sich nicht selber im Vorstand von der Commerzbank oder anderswo mal um 150.000 Euro im Jahr als Gehalt erhöhen. Das wäre vielleicht anständiger als auf dem Rücken von solchen Leuten, so Diskussionen ab und zu mal auszutragen, muss ich sagen. Zwei werden gerade behandelt, zwei schwer, einer leicht. Aber
Diesmal war es eine schlechte Aufnahme. Die Hälfte von deinen Leuten steht da drin und trinkt. Die haben früher als ohne mich gestanden, ne? Ja, die habe ich auf Feier auch. Besonderes einfallen lassen. Wir haben hier ohne eine alte Sause, wie sie aussieht, auf den Wagen gestellt. Dann habe ich gerade Ähnlichkeiten mit irgendwelchen anderen aus der Bürgermeisterei hier wären rein zufällig. Gell? Gebt uns jetzt den Schlüssel raus. Bis Aschermittwoch hört aus meinem Mikrofon, herrscht hier jetzt ein anderen Ton. Zwischenapplaus, glaube ich, irgendwann Tusch. Ich mache jetzt frei hier den Balkon und tausche den Schlüssel gegen dieses Mikrofon. Der Griesheimer Fastnacht, ein dreifaches Hieb! Lieber Herbert, ich übergebe mich. Der Attila ruft schnell. Noch nicht, aber, ja, aber gleich. Also, zunächst einmal ein Dank unseren närrischen karnevalstreibenden Vereinen. Ich habe vorhin gesagt, wir können stolz auf diese Vereine sein. Und ich muss wieder sagen, ich habe in diesem Jahr nahezu alle Bälle gesehen. Und man muss sagen, was jeder dieser Vereine mit Ehrenamtlichen auf die Bühne bringt, ist sensationell gut. Und dafür könnt ihr euren Fernseher hin in die Garde schmeißen, weil die sind auf der Bühne viel besser als den Schrott, den die im Fernsehen bringen. Aus dem Geld gemacht worden ist. Zu spenden und das Geld geht, wie gesagt, ich gehe zu seinem Doktor und ich sage, Herr Doktor, können Sie mir mal sagen, die Leute werden ja heute alle älter, bei den Männern ist das nicht ganz so wie bei den Frauen, aber ich möchte als Mann auch 100 Jahre alt werden. Thank you.